Hallo da draußen, euch allen einen wunderschönen Sonntag. Mir wurde etwas mitgeteilt aus einer Zeitung. Daraufhin habe ich mal die Echtheit überprüft. Und es stimmt, was ich jetzt hier verlese, wurde nie groß in den Medien angekündigt, ist aber ganz aktuell. Und ich finde es ein Hammer, was ich da gelesen habe. Und ich möchte euch das gerne mal mitteilen. Kreis Steinburg in der Norddeutschen Zeitung. Heimleitung zieht Senioren den Stecker. Das muss man sich jetzt mal überlegen. Die Senioren dürfen keine Elektrogeräte mehr abends anmachen. Jetzt geht's los. Kaffeemaschinen verboten, Ventilatoren untersagt. Auch Eierkocher, Wasserkocher, Kühlschränke dürfen die Bewohner des Elmshorner Senioren- und Pflegeheims Haus Thomassen auf ihren Zimmern ab 1. September nicht mehr benutzen. Das wäre für mich der Grund, meine Omi sofort da rauszuholen. Da wäre Ende. Geht ja noch weiter. Das hat die Heimleitung angeordnet. Begründung, die Einrichtung will in der Krise Strom sparen. Aber die Elektroautos, ne, hier jeden Tag, die hier rumjuckeln, ne, die mit dem Stecker deiner Steckdose. Ja, hör mal, das ist so weit käme das noch. Wir werden zum 28. August alle sogenannten Geräte und Stromfresser einsammeln und einlagern. Das nennt man Diebstahl da draußen. Das würdet ihr bei meiner Omi nur einmal machen, dann wäre Ende im Schacht. Das ist Diebstahl. Heißt es in einem Schreiben von der Heimleitung Burkhard Herrmann, in dem er Bewohner, Angehörige und Betreuer über die Sparmaßnahmen des Pflegeheims informiert. Das Schreiben der Heimleitung liegt der Redaktion vor. Hör mal, die haben sie nicht mehr alle. Also, ist der Hammer. Und darin lässt der Heimleiter keinen Zweifel daran aufkommen, dass er sein Elektrogerätverbot auch gegen Widerstände von Bewohnern oder Angehörigen durchsetzen werde. Ich sage ja, ich würde meine Oma einpacken und wäre da weg. Die könnten mich am A lecken. Und wenn ich die zu Hause betreuen würde, wäre mir egal. Aber das ist der Hammer.